Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Karte Ingo Thüringen 2.0 Version 2.0 0.0.0 noch. Wie lange die 1 kommt, keine Ahnung. Aber wird irgendwann kommen. Denkt man, die suchen nur einige Fehler, beziehungsweise. Ja, also jetzt klappt es einigermaßen, ne? Der ist drin, das ist ungünstig. Aber der Stroh ist komplett weg. Streng I. Gib mal den Mist raus. Dann kopieren. Und lassen. Aufs Feld gefahren, ne? So, ich hoffe, dass es keine Probleme gibt, ne? Dass es hier keinen Streit gibt. Oh. Noch einen dritten Fahrer dazu genommen, ob die Entfernung hier vielleicht ganz gut ist. So. Schauen wir mal. So. Es arbeitet nur einer, ne? Das geht nicht. Wir dürfen alle drei arbeiten. So. Schon ist der Berg hier verteilt. Oh. Ja, gut. Wie gesagt, Blocking. Gut. Muss den Deckel auch machen, Junge, ja? So ist das nicht. Sonst wird das nichts mit uns hier. Schon wieder. Aber das war ja Absicht. So. Das gleiche normal, ne?
Ist es wieder ein neues Jahr, ne? Ein Jahr vorbei. Und am 15. Januar das Ganze begonnen. Mit ersten Versuchen auf YouTube. So. Dachte mir auch leichter, dass es leichter wäre, aber es ist doch nicht so einfach, das so zu machen, wie das ja, gewollt ist, ne? Vom Aufnahmeprogramm her bis hin zur, ja, wie man das Ganze aufzunehmen hat, ne? Damit die Qualität passt, Ton, Hintergrundmusik kam viel später erst, ne? Und aktuell sind es 37 Abonnenten, freut mich sehr, die dann nach und nach zugekommen sind, ob die vorher schon mal da waren. Einige sind gegangen. Warum, weiß ich nicht. Hat keiner gesagt, warum, weshalb. Im Grunde keine Ahnung, weshalb und warum. Aber ist halt so, ne? Einmal gab es einen kräftigen Schub, das war ja damals, wo hier die Thüringen 2 rauskam, kurz davor. Extreme viel Klicks hatte, für meine Verhältnisse her. Da schoss es ja richtig da oben, ne? Aber gut, es hat sich auch näher wieder in den normalen Rahmen eingepegelt. Aktuell nur bei 12, vor 48 Stunden. Ist okay. Es wird nach und nach mehr. Das Ding immer gleich. Hat auch nicht immer jeder Zeit, da kommt ja auch noch hinzu, ne? Und es gibt Konkurrenz, das muss man dazu sagen, ne? Ist ja so. Wenn man halt, man kann nicht überall sein, ist leider so. Also für mich ist das hier reines Hobby. Ich habe hier nicht vor, meine Existenz damit zu beschreiten. Klar, wenn mal irgendwann mal ein paar Cent dazukommen würden, wäre nicht schlecht. Aus Werbeeinnahmenprinzip. Aber ich sag mal so, wenn natürlich einer aufhalten würde in die Hand, dann ist er stark. Und wenn dann der Aufwand näher zu groß ist, wegen 3-4 Euro, dann würde ich keine Einnahmen generieren oder deswegen. Ne? Also, da muss das Verhältnis stimmen, ne? Arbeitsaufwand und das Ergebnis muss stimmen. Sonst ist es nicht mehr machbar, ne? Ich möchte in erster Linie spielen. So. Ungefähr da. Stehen lassen. Da kommt der erste. Unser Fan. Ja, genau. Wir hatten schönen Sound, ne? Nur ist er vom Lärmpegel etwas zu laut gegenüber den anderen Fahrzeugen. Na, also muss hier auch passen. Der nächste ist voll. Junge, geht der jetzt auf flach gleich.
Mensch, wieder 5 Uhr, gibt's doch gar nicht. Ich habe gestern so früh um 4:30 gespielt. Wahnsinn. Mal bei Seven and the Days, da zeige ich ja nicht alles. Also das, wenn ich da jetzt anfange zu bauen und zu schaufeln und in der Erde zu graben, das zeige ich ja im Grunde fast gar nicht. Weil es ja monotone Arbeit ist, ne? Also wäre nicht interessant. Weil ich brauche die Rohstoffe, um entsprechend was bauen zu können, ne? Ich brauche ja Schießpulver und anderen Zeug. Da brauchen wir Kohle und Nitrat zum Beispiel. Dann brauchen wir viel Eisen. Viel Holz. Ja. Und Bauarbeiten, ne? Ich habe überlegt, ich werde jetzt noch ein Haus und noch einen Balkon anbauen. Zwar mit, ob es hält, weiß ich nicht, muss mal schauen. Ich schaue mal, ob ich das, ich kann ja nur Betondinger machen, ich kann aber nur Mischer. Und da werde ich mal Eisenkörbe bauen und die werde ich dann ins Mauerwerk einfassen, da hier ein paar Ziegel ausklopfen. Die Tür ausbauen und dann muss ich aber eine Tür einbauen. Aber eine Eisentür kann ich ja mit Leute herstellen. Und wo der Widerstandswert entsprechend hoch wäre, ist. Und im Prinzip will ich so eine Schießscharten mir bauen. Aber gut. Das ist mal gedanklich drin, ne, im Kopf. Und dann schauen wir weiter, wie es funktioniert. Zum Blutmond, zum nächsten. Jetzt wird er gerade mal gezeigt, also das kommt ja jetzt die Tage raus, wo es gezeigt wird, oder beziehungsweise gezeigt wurde. Denn die Folgen kommen jetzt Montag. Ja, da ist vielleicht gerade passiert, ne? Und die erste Nacht auf mein alten Hausprinzip. Ja. So eine Art Carport-mäßig darüber mir einen Bau gebaut habe, wo praktisch die Zombies das Ding gestürbt haben. Und zwar, sie kamen nicht zu mir hoch, aber ich war über denen und konnte immer so einen am anderen mit meiner Art Schrotflinte abballern, ne? So eine Pappkammer oder was denkt das war. Zum Glück kamen sie nicht hoch, weil die haben die Treppe, die ich für mich gebaut habe, im Prinzip zerstört. Und die war aus Holz, ne? Das haben die zerlegt, also schon Wahnsinn. Ja, und hier Mais, ja, geht ändern gegen. Ich hätte mal noch zwei Folgen. Dann machen wir die Tiere fertig. So, Tiere. Ja, dann werden wir Flug aktivieren, ne? Mal Feld Nummer 38 Flügen. Und da sehen wir Gras ein. Das können ja dann praktisch zwei machen. So, ein bisschen rechts noch ein bisschen verteilen. Ja, wenn es auf dem Feld läuft, da haben wir hier genug Zeit, uns alles zu verdichten, ne? Hey, einsteigen, nicht aufsteigen. Dann können wir mit der Silage sagen, raus aus den Schulden, ne? Dann können wir dann gleich die Mietfahrzeuge abgeben, die Anhänger, den Häcksler. So, die Schaufel behalten wir noch.
und werden die dann gleich kaufen, sobald wir Geld eingenommen haben. Also auch wieder ein Blöder, müssen wir extra hinfahren und holen, ne? Und das machen wir ja im Winter, wenn wir Zeit haben. Oh, wir kriegen Gäste. Die müssen uns im Weg stellen. So. Aber wenn er schön frei ist, dann kann er auch gut fahren, ne? Dann macht er keine Dummheiten. Wie festfahren oder so. Also muss sich jeder im Prinzip seine eigene Tode rausfinden, wie er am besten arbeiten kann. Was haben wir jetzt? 2,46 Millionen. Ja. Wie gesagt, ging fast genauso voll wie die anderen Silo. Da waren es fast 3. Wo sind sogar 3 Millionen Liter? Ein Teil fahren wir rein in die Mischfabrik. Und der Rest geht in die Bäckerei rein. Eben mal 3 Kreuzer, wenn ich fertig bin hier. Wo es aktuell ganz gut läuft, ne? Naja, Woche. Das dauert ein bisschen länger, weil er jetzt mehr wenden muss, denke ich mal. Oh, Blocking, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da rein. Schauen wir mal, was los ist hier. Ja. Oh, böse Falle. Oh. Wo ist Maus? Ganz woanders. Ich hab Zucker in den Taschen. Ja, da muss er schief gehen. Das muss schief gehen. Der nächste. Oh, nein. Da kennen die nichts. Da kennen die nichts.
Der hat nicht so wendig, der Häcksler ist. Ah, das gibt's gar nicht. Ich will zuerst, ne, so ungefähr, ne? Oh. Schneidwerk einklappen, das ist ja kein Zweck hier. So, ich fahre nach Hause. Ich kann so nicht arbeiten. Ja, Fendt und Deutz muss ich nicht vertragen, ne? Gut, dass sie keine Frustzerstörung haben, ne? Oh Mann. Nicht so einfach mit den Jungs hier. So, Lito, das soll es für heute gewesen sein. Wir machen gleich weiter. Jetzt sagen wir Tschüss und den Winkel. Ciao, ciao. Danke fürs Reinschauen. Tschüss.